Drei Beispiele, die beweisen, dass Alexander der Große ein ultimativer Stratege war. Als die Athener es ablehnten, Alexander göttlich zu ehren, sagte er: Hütet euch, wenn ihr so bemüht seid, den Himmel zu bewahren, könnt ihr die Erde dabei verlieren. Als Alexander davor war, das persische Königreich zu erobern, bot König Darius ihm einen Teil seines Reiches und seine Tochter zur Heirat an. Darüber hinaus bot er ihm eine Mitgift von 1 Million Goldstücken. Alexanders General Parmenion sagte ihm, dass er an seiner Stelle die Bedingungen akzeptieren würde. Alexander antwortete: Das würde ich auch, wenn ich Parmenion wäre. Er lehnte das Angebot des Königs ab und eroberte das gesamte persische Reich. Als Alexander schwer erkrankte, fragten ihn seine Generäle, wem sein Reich nach seinem Tod gehören solle. Er antwortete: Dem Stärksten. Dies löste einen Machtkampf, aus welcher jahrzehntelang andauerte. Es wird vermutet, dass Alexander damit sichergestellt hat, dass niemand sein Königreich übernahm.